Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Inhaberin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft in Kooperation mit Starting Up, dem Magazin für Unternehmensgründer und Entrepreneure in Deutschland, präsentiere ich euch Rechtstipps für Gründer und junge Unternehmen. In unserem heutigen Tipp geht es um die Frage, ob Werbung per E-Mail eigentlich zulässig ist. Immer wieder werden wir gefragt, ob es denn ein Problem geben könnte, wenn man Werbung per E-Mail verschickt. Klar, kann ich gut verstehen, ne? Wir hören dann eigentlich immer solche Fragen, wo dann die halbe Antwort schon fast drin ist, so nach dem Motto, kann ja so falsch nicht sein, macht ja jeder. Ich kann es insofern verstehen, als natürlich Werbung per E-Mail total viele Vorteile hat, ist super günstig und ich finde auch viel zeitgemäßer eigentlich als Werbung per Post zu verschicken. Aber leider, leider, wir müssen trotzdem in vielen Fällen sagen, dass es nicht zulässig ist, per E-Mail zu werben. Viele von euch denken jetzt bestimmt, ja, das hat vielleicht datenschutzrechtliche Gründe. Ja, stimmt, das Datenschutzrecht ist oft schuld, aber hier ausnahmsweise nicht, ne? Datenschutz ist nicht das Problem, sondern das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, kurz UWG. Werbe-E-Mails werden nämlich als unzumutbare Belästigung im Sinne dieses Gesetzes angesehen, wenn keine vorherige Einwilligung des Empfängers vorliegt. Also, um eine Werbe-E-Mail zu schicken, braucht ihr die ausdrückliche vorherige Einwilligung des Empfängers. Und diese Einwilligung, die muss auch für den konkreten Fall erteilt worden sein. Das heißt, der Empfänger muss konkret und ausdrücklich damit einverstanden sein, dass ihr ihm Werbung per E-Mail zukommen lasst und er muss wissen, welche Produkte oder Dienstleistungen von seiner Einwilligung denn überhaupt umfasst sind. Diese Regelungen gelten nicht nur im Bereich B2C, also im Verhältnis von Unternehmer zu Verbraucher, sondern nein, nein, auch im Bereich B2B, also das heißt zwischen Unternehmern. Anders als man manchmal hört, macht es wirklich gar keinen Unterschied, ob ihr Verbraucher anschreibt oder Unternehmen. Ihr als Versender der E-Mail müsst im Zweifel auch beweisen, egal ob Verbraucher oder Unternehmen, dass eine Einwilligung für Werbung per E-Mail vorlag. Und eben, wie gesagt, das macht gar keinen Unterschied, wen ihr da anschreibt. Dieser Beweis muss von euch geführt werden. Nächstes Problem ist, dass eine Einwilligung nur zeitlich begrenzt gilt. Manche Gerichte gehen von einem, ja, ich sag's jetzt mal, Gültigkeitszeitraum von 19 Monaten aus, da gibt es so eine Entscheidung, manche von 2 Jahren, spätestens jedoch nach 4 Jahren ist aber wohl wirklich Schluss. Die Einwilligung erlischt aber nur, wenn eben nicht regelmäßig Werbung per E-Mail geschickt wird. Also sprich, wenn ihr fleißig schickt, naja, dann ist es so, dass ihr es sozusagen länger ziehen könnt. Jetzt auch die große Frage, gibt es denn gar keine Ausnahmen von dieser ja doch ziemlich strengen Regelung? Doch, Gott sei Dank, die gibt es. Ihr dürft dann per E-Mail Werbung verschicken, wenn ihr die E-Mail-Adresse im Rahmen einer bestehenden Kundenbeziehung erhalten habt. Ganz genau aufgepasst, ist wieder sozusagen, wenn es wieder um ähnliche Produkte geht, dann dürft ihr die nutzen. Der Kunde darf der Verwendung aber natürlich nicht widersprochen haben, ne? Für euren Kunden muss klar und deutlich auch sein und er muss darauf hingewiesen werden, dass er aber jederzeit widersprechen kann. Unser Fazit: Bei einer bestehenden Kundenbeziehung kann eine Werbung per E-Mail durchaus zulässig sein. Bei der Neukundengewinnung, die ja eigentlich, ja, ich sag mal, also das klassische Kaltakquisegeschäft umfasst, ist die Übersendung von Werbe-E-Mails ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung des Empfängers aber ein echtes Problem und unzulässig und kann eben zu Abmahnungen führen, das heißt zu erheblichem Ärger. Wir hoffen, ihr habt sozusagen die Unterschiede mit unserem kleinen Video ein bisschen klarer bekommen. Wann dürft ihr E-Mails verschicken per Werbung, wann nicht, wann ist es also sozusagen ein Risiko. Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir euch ein bisschen schlauer machen konnten. Wenn ihr aber Fragen habt zu diesem Rechtstipp oder Anmerkungen, dann freue ich mich, wenn ihr schreibt und zwar in die Kommentare oder eine E-Mail an info@kanzlei-mutschke.de. Das Gleiche gilt übrigens auch immer, wenn ihr Ideen für einen Rechtstipp habt. Da freuen wir uns immer. Schreibt mir einfach. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Rechtstipp.